Was geht ab, Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, kleine Feierabendrunde heute hier. Und heute steht auf dem Programm hier, meine Home Trails zu fahren nach circa einem Monat. Ihr habt ja gesehen, wie das bei der Valley of Hope zum Beispiel ausgesehen hat. Aber heute nehme ich euch mit hier bei uns im schönen bergischen Bensberg auf die Home Trails. Und ja, wir gucken mal, wie das aussieht. Außerdem habe ich vor, noch bis zur Salamühle runterzufahren. Ich hoffe, vorher geht die Sonne nicht unter. Und da die Strecke anzusehen, die ich ganz am Anfang gefahren bin. Also, viel Spaß dabei. Also hier das kleinste Stück oben gleich. Ich bin jetzt schon den ganzen Vormittag Rad gefahren. Deswegen heute keine große Action mehr. Ganz entspannte Feierabendrunde sozusagen über die alten Home Trails. Boah, die bin ich mit dem Hardtail noch gefahren im Winter. Das hier war hart matschig, ist auch immer noch ein bisschen. Die Leine macht ja gar keinen Bock. Die Downhill Line hier. Gucken mit Fußgängern. Eine Radfahrer. Und was gibt's Geileres, als an einem Feierabend eine Runde hier zu drehen und in so einen Sonnenuntergang hineinzufahren? Ja, ich bin jetzt auf dem Weg zu meiner praktisch ersten Strecke, wo ich damals mit dem Hardtail gefahren bin. Und ja, damals waren da die Dinge echt unmöglich für mich, irgendwie zu springen. Und ich weiß noch, das ist die erste Runde, die ich mit dem Torque gefahren bin. Das ist der erste Tag, wo der Marvin mit am Start war und wir sind das erste Mal mit dem Torque wirklich unterwegs gewesen, waren wir auch hier und ich habe mir diese Dinge da angeguckt und dachte so, wow, okay, ist das krass. Und heute bin ich also nochmal dahin und habe alle Sachen noch einmal ausprobiert mit meiner neuen Erfahrung, neuen Skills und ein Monat Biken auf dem Puckel. Yo Leute, ich muss sagen, nach einem Monat fahren kam mir die
Strecken jetzt hier echt easy easy vor. Und ich weiß, warum der Marvin die ganze Zeit gesagt hat, ey Leute, das ist doch gar nichts. Ich kann es jetzt nachvollziehen. Danke an Marvin auf jeden Fall für den ganzen Support und für die Hilfe. Das war mega gut, es hat krass viel geholfen. Und wir wären auf keinen Fall schon so weit, wenn du nicht gewesen wärst. Deswegen danke dafür. Und ja Leute, wir sehen uns im nächsten Video. Lasst mir gerne ein Abo da. Die Straße ist viel zu laut. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Imagine living without it, without it. So let's go up on this road.